aber vor allem dieser Moment von Sujud, diese Ni'ma, auch eine große Ni'ma, Gabe von Allah. Allah, wie viele Menschen, du fragst die. Ich habe zum Beispiel, nur meine Mutter war vor einigen Monaten, hatte sie eine Verletzung am Knie. Die konnte nicht Sujud machen. Als sie wieder Sujud machen konnte, Allah, die hat geweint. Du willst Sujud machen. Und Wallahi, liebe Geschwister, verinnerlicht mal diesen Moment von Sujud. Wenn ihr betet und Sujud macht, verinnerlicht mal diesen Moment. Würdet ihr euch so vor einem Menschen hinstellen? Niemals. Meine Menschen, du willst nicht mal seinen Kopf so runtermachen. Ja, du willst nicht mal so Schwäche zeigen vor einem Menschen. Ja, was gerade steht. Wenn du so Schwäche zeigst, dann denkst du. Aber vor Allah, Wallahi, liebe Geschwister, du genießt es, wenn deine Stirn offen wird. Es ist ein Genuss. Es ist ein Genuss, Wallahi, es ist ein Genuss. Deswegen, wenn ihr in dieser Position seid, in diesem Moment seid, genießt diesen Moment. Denn in diesem Moment bist du Allah am nächsten. Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt, Hadith sahih, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَهُوَ السَّاجِدُ. Der Abd, der Diener, ist Allah am nächsten, der nimmt es schon. Warum, liebe Geschwister? Weil der ist am erniedrigsten. Ha? Wir erniedrigen uns nur für Allah. Vor einem Menschen niemals. Aber für Allah, nein, wir tun unseren Stirn, weil das ist das Höchste im Körperbau. Hier, die Stirn. Das ist das Höchste, wir tun auf dem Boden für Allah. Und Wallah, es ist eine Ni'ma, eine Gabe, die nur die Gläubigen spüren. Die nur der Gläubige spürt. Deswegen nutze diese Ni'ma und sei Allah dankbar, dass er dir diese Ni'ma ermöglicht hat, bevor du es vielleicht nicht mehr kannst.